Servus, Mahlzeit. Ach nee, wir sind ja am Abend. 19 Uhr, Donnerstagabend, Happy Hour. Ein buchen und den zweiten umsonst dazu bekommen. Herr Richter. Herr Zeunert. Sportfrei. Mit dem Fahrrad sind Sie heute gekommen, wa? Ja. Wollen Sie mal putzen können? Warum sind Sie mal mit dem Fahrrad da? Naja, weil doch hier unser Unternehmer des Monats immer noch unsere Videos präsentiert. Und das ist Fahrradhammer aus Bad Düben, Eilenburg, Bitterfeld und Leipzig. Leipzig, genau. Seit jetzt kurzem. Fahrradhammer. Was haben Auge auf im Straßenverkehr, ihr Lieben. Ja. Und in allen anderen Verkehrssituationen auch. So, was haben wir denn heute vor? Oh, was ganz Verrücktes. Wir halten uns nur ganz kurz jetzt hier in unserem Heimstudio auf. Wir schalten gleich mal rüber ins Nachbarstudio, denn wir haben einfach mal Lust, uns ein bisschen Wir haben prominente Unterstützung. Prominente Unterstützung, das ist gut. Das ist prominente gut. Unterstützung, ja. Die haben wir für uns gewinnen können. Das hat viel, viel Geld gekostet. Sehr, sehr viel Geld. Deswegen teilt das Ding hier und swiped hoch und empfehlt es allen anderen weiter. Links swipen. Wir müssen die Kohle wieder reinholen. Weil das waren Unkosten ohne Ende, die fressen uns sonst auf, diese Kosten. Aber dafür wird es schmackig. Ich hoffe es. Also wir schalten dann gleich ins Studio. Was haben wir noch vor? Ja, die neuesten Unternehmer auf unserem Portal präsentieren. Die Stellenanzeigen der Woche. Genau. Und dann schmeißen wir euch das. Drei, vier. Schalten wir euch wieder aus der. Schmeißen wir euch. Was ist denn noch von einem Spastiker? Das liegt an ihm wahrscheinlich. Bam. Bis gleich. Arsch, ey. Fahrradhammer. Bam. Ja, schönen guten Tag. Danke, Herr Richter, fürs Rüberschalten in unsere Sendung hier ins andere Studio. Mein Name ist Horst mit Vorname Lichter. Ach nee, mein Name ist Lichter mit Vorname Horst. Und zu Gast habe ich heute hier in unserer Sendung. Wie stellen Sie sich doch mal vor? Na, ich bin der Klaus. Der Klaus Dieter. Darf ich Klaus sagen? Ja, weil Sie sind Horst. Gut, Dieter. Ja. Was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht? Ah. Ich habe lange gekramt. Wir haben oben bei der Mutti haben wir den Dachboden freigemacht. Und da habe ich, hab ich was Schönes noch gefunden. Und zwar eine schöne, diesmal nicht ich, leere Flasche, ne, sondern wirklich eine leere Flasche gefunden. Und ich fand die also eine schöne, geschwungene Form. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, ob Sie sich die mal angucken können. Vielleicht kann man die noch zu Geld machen. Ja, wir haben heute leider keinen Experten da. Da muss ich mal gucken. Ich kann das auch machen. Ich habe schon ein paar Mal zugesehen, wie das so funktioniert. Ja, ja, da wird ein bisschen gefummelt. Ja, aber ich sag gucken Ihnen, Sie mal ein bisschen näher ganz vielleicht. Ganz ehrlich. Ich habe auch die mal ist nicht wert. Übersetzt hier auch den Spruch. Hier steht Batterie, ja. Die ist nicht wert. Aber die ist auch also made in Taiwan, weil mein Schäferhund von meinem Opa dritten Grades, der kommt dort bei Taiwan da unten aus der Ecke. Das ist um Görlitz die Richtung. Bei Hohenwulsch. Rüsch. Ja, ja. Und wenn Sie vielleicht den Schriftzug noch mal in die Kamera halten. Live. Ich habe mal ein bisschen im Französisch-Wörterbuch nachgeschlagen. Also das ist schon schön. Das ist Spanisch. Ja. Das ist, liebe Zuschauer, gucken Sie mal hier. Das ist eindeutig Spanisch. Na da. Liv. Fields. Das ist Butter. Blätter Butter. Butter, ja. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, liebe was, Damen und was, Herren. Was kriege ich denn dafür? Da kriegen Sie was? Nicht dafür. Da krieg, aber oh, was nehmen, nicht mal ein Pfand oder so? Was irgendwas? Ist das hier? Ein bisschen. Was ist denn da noch drin? Da müssen wir gleich gucken. Die kriege ich wieder mit. Und, da kriegen Sie nicht dafür. Pfand? Nee, na, dann schmeiße ich. Nee, dann schmeiße ich. 8 Cent kriegen Sie, glaube ich, dafür. Nur der brauche ich, wenn ich nicht aber zum Glascontainer laufe. Aber wir haben hier was drin. Was ja, das habe ich aber noch gar nicht angerührt, da weiß ich gar nicht, was das ist. Ja. Meine Damen und Herren, hier steht drauf, das ist was wert. Ja? Ja, weil hier, meine Damen und Herren, das Fachkräfteportal Leipzig steht hier drauf. Und das Fachkräfteportal Leipzig ist viel wert, das ist ganz viel wert. Jede Stellenanzeige ist dort Gold wert. Ja? Ja, das ist... Für wen?
Für die Unternehmer oder für die Unternehmer und für die Bewerber ist das Gold wert. Ich kann hier aber jetzt nicht vorlesen, was hier drauf steht. Das macht nachher der Herr Zeunert. Wenn wir da zurück ins Studio schalten, gebe ich ihm das rüber und das kann er dann nochmal vorlesen. Weil mit Brochelle, die ist die Dioptrien. Ach, da muss ich wohl noch mal weiterziehen. Dann das geben wir rüber. Ja, gehen wir, okay. Der Zettel ist also mindestens 1200 Euro wert. Oh, mindestens. Ach, schön. Also, ja. Sehe ich ja auch, da steht ja unten hier, bam. Ach, bam. Wir schalten zurück ins Studio. Horst, vielen lieben Dank. Danke, auch mit so viel Geld hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Nee, aber für Unternehmen habe ich schon so 1200 Euro, ist ja eigentlich gar nicht so viel. Für was steht denn hier alles? Hier Rundum-Service, ein Ansprechpartner, keine Zwischenvermittler. Was heißt das noch? Ein Portal, regional. Also super, über 100.000 Zugriffe im Monat. Wir schalten mal zurück. Bis später. Danke, Herr Richter, Herr Zeunert. Und ich freue mich auf 1000 Dieter, Euro. Vielen Dank. Danke, Horst. Schön war's. Bis denn. Das kann ich mir, ich kann es mir nicht mehr angucken. Ich bin heute wieder gelaunt, schlecht gelaunt. Und es ist nervig. Warum? Nein. Ich bin schon mal drauf jetzt. Entschuldigung. Okay, dann mache ich wieder einen Sonnenschein hier in der Runde. Mensch, Björn, da kannst Herr du nicht. Herr Richter. Hier, mein Nachbar, der gibt mir wir das Ding. Wir sind drauf. Da, ach so. Danke Horst, Herr Dieter, vielen Dank für die schöne Expertise und spannender Einblick. Was Sie haben ja den Dieter hat ja den Zettel rübergebracht. Genau, also so mit ja, was der Trapattoni und so Flasche leer ist nie der Fall, ne? Ist immer irgendwo noch was drin, aus dem man vielleicht Geld machen könnte. Und hier der Klaus Dieter, der hat auf jeden Fall ordentlich abgesahnt. Der ist mit einem strahlenden Lächeln rausgegangen. Der ist zufrieden. Fachkräfteportal Leipzig. Der ist durch. Der ist durch. Der hat es geschafft, der schön. Junge. Schön, wollten wir mal gucken, wollten was wir auch Zettel, noch hinkommen. Was stand da? Das ist ja der Zettel, den Fachkräfte. Also, ja. Wir machen mal von oben nach unten. Ich fange mit dem ersten Wort an und Sie lesen dann das zweite Wort. Das ist immer so weit. Also, fangen an mit Fachkräfte. Regional. Portal. Online-Stellenbörse. Leipzig. Bam. Gehen Sie mir auf den Zünder. Das ist doch nicht das, was ihr. Liebe Zuschauer, soll ich das mal. Ich halte es nicht mehr. Nee, das ist ja, wir, also auch wenn 19 Uhr, aber vielleicht der ein oder andere Jugendliche schaltet ja doch noch auch um die Uhrzeit ein. Du hast ja auch noch eine Ausbildungsbörse. Und mal was ganz anderes. Also wenn Sie ihr erraten habt, was wir versucht haben, also was die zwei, wer das war und wie die Sendung vielleicht eventuell hieß. Ja. Dann schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Mhm. Und wir gucken mal, unter denen, die alles das richtig haben, die bekommen. Lassen wir uns was einfallen nächste Woche. Na, mal sehen. Lassen wir uns die Kleinigkeit. Finden wir schon vielleicht eine schöne Sache. Genau. Gut. Das so und wenn's. Oh, verdammt, warte. Nee. Was hast du denn hier für eine. Nur ein bisschen Leergut ist. Bam. Bam. Das ist mein Text. Ja, aber es geht mir auf den Sack, dein Scheiß Bam. Jetzt hier. Entschuldigung. Wir kommen jetzt zu den Jobs der Woche, würde ich sagen. Genau. Gut. Dann. Was haben wir Schönes? Gibt ein bisschen Bewegung auf dem Portal. Der ein oder andere Unternehmer hat tatsächlich auch mit unserer Hilfe in den letzten zwei Wochen neue Mitarbeiter gefunden. Sehr viele. Ja. Ein paar Stellenanzeigen raus, sind wir wieder neu. Richtig, neu reingekommen. Wen haben wir denn Neues dabei an Bord? Neu ist dabei die Firma Gemeinert Gerüstbau, Spezialgerüstbau aus Roßwein. Das ist bei Döbeln, aber die sind im Einsatzgebiet hier Dresden, Leipzig, Umland aktiv und suchen noch richtige Macher. Und vor allem neu, die heißen, mir hat gestern der Walter Stuber, der Geschäftsführer von der Firma Gemeinhardt Gerüstbau, gesagt, die heißen jetzt nicht mehr Gerüstbau, sondern nur noch Gemeinhardt. Text vergessen. Auf jeden Fall ist die Firma mit online, die suchen nämlich jemanden. Könnt ihr nachlesen. Genau. Die suchen nämlich jemanden weltweit fürs Erste. Die haben weltweit die erste Gerüstbaumaschine, Gerüstwaschstraße, eine mobile. Weltweit. Und dafür suchen die jemanden, einen Mechatroniker, einen. Anlagenbediener, Anlagenmechaniker, also jemand, der die Maschine bedienen kann. Genau. Geht auch Quereinsteiger. Müsst ihr euch so vorstellen, also das hat jetzt nichts mit dem klassischen Gerüst zu tun, was an der Hausfassade steht oder so. Die machen richtige Spezialsachen. Also im laufenden Betrieb eines Unternehmens, einer Fertigungsstraße, hüllen die das ganze, die ganze Straße ein und reinigen die im laufenden Betrieb. Oder genau. Auch zum Beispiel ein ziemlich krasses Ding, die haben einen Staudamm von oben herab eingerüstet. Genau. Und Atomkraftwerke.
Kühlturm eingerüstet. Genau. Nur so eine geilen Dinger machen die. Und dafür suchen die richtig gute Leute. Ersten 6 Monate keine Montage, nach 6 Monaten kann es passieren, dass ihr auf Montage müsst. Also ja, ganz easy, ganz cooles Unternehmen von Montag bis Donnerstag und dann 3 Tage frei. Genau. So viel zum Thema Gerüstbau. Den Rest könnt ihr nachlesen auf Fachkräfteportal. www.fachkräfte-leipzig.de. Ha, Kräfte mit AE. Richtig. Ansonsten sind wir durch, oder? Also ja. Sind wir nicht durch, es gibt noch viel mehr neue Stellenanzeigen. Der Norand aus Delitzsch, der Fahrradhammer wie immer, der Techma Hintra, Süßbau, wie soll heißen, alle suchen und alle möchten gerne mit euch zusammenarbeiten. Genau. Also wer möchte, einfach fachkräfte-leipzig.de und dann, ja. Und ihr habt einen direkten Draht zu denen und auch zum Björn. Und zu Martin. Wem das Ganze jetzt ein Unternehmen nicht reicht, dann kann der noch bei uns Videos mitmachen, der kann bei uns Radiowerbung machen für seine Stellenanzeigen, der kann bei uns alles machen, alles. Alles. Und er hat einen Ansprechpartner. Ja, der kann alles machen. Alles. Der Björn ist es nicht. Einen kompetenten Ansprechpartner. Richtigen Ansprechpartner. Komm, sag's. Ich? So, das war's gewesen heute, oder? Ja, nee. War nix. Das war unsere neueste Folge. Präsentiert von unserem Unternehmer der Woche, Fahrradhammer. Ansonsten teilen und gefällt mir klicken und alles andere in die Kommentare. Absolut. Und wir sehen uns allerspätestens nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr. Selber Ort. Primetime. Selbe Zeit. Selbes Portal. Selbe Gesichtsbaracken. In dem Sinne, Dampferfahren oder Fahrradfahren. Abschalten nicht vergessen. Das ist auch gut für die Wadeln. So sieht's aus. Macht's also, gut. See you later, bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Bam! Oh Gott, Bam. Da war's wieder.